Ja, dann hallo und willkommen zurück zu Russian Fishing 4 am Karpfenparadies. Da soll es heute auf Barbe gehen. Und jetzt habe ich extra mit der Aufnahme gewartet, bis wir den ersten Biss drauf haben. Ja, hoffen wir mal, dass es eine Barbe ist. Es sah fast so aus. Und dann zeige ich euch auch gleich mal, wo ich genau bin und Ausrüstung etc. Ja, perfekt. Perfekter Start ins Video, würde ich sagen. So, 3 Kilo Barbe. So kann es weiterlaufen. Okay. Also, wo sind wir? Am Karpfenparadies. Und dann geht's nach unten zum alten Karpfenspot 5533. Im Livestream hatte ich ja schon, ja, erfolgreich ein Barbenturnier gestartet. Und ich sag mal, wir haben auch viele Barben gefangen. Die Barben laufen hier seit einigen Tagen. Man kann hier wirklich immer noch hin. Die beißen und beißen. Es kann auch sein, wenn ihr das Video jetzt später guckt, dass die ja wieder weg sind, dass hier wieder der alte Karpfenspot dann aktuell ist und die Karpfen beißen. Ja, aber auf jeden Fall erstmal Barbe. Und kurz gesagt, Barbenbeißzeit ist in den zeitigen Abendstunden, frühen Morgenstunden. Tagsüber, nachts hatten wir hier wirklich wenig Erfolge. Also da ist es vielleicht besser, ihr geht in dem Spot nebenan, den ich euch im letzten Video vorgestellt hatte, auf die Spiegelkarpfen, auf die Schuppenkarpfen und dann hier wirklich bloß zur Barbenzeit hier ran. Ja, da haben wir die nächste. Besser kann es ja gar nicht laufen. 3,3 Kilo. Und weiter geht's. Ja, 50, 60 Gramm Futterkorb habe ich jetzt als Gewicht dran. Werf so ungefähr mit 50, 60% aus, sodass wir ganz knapp vorn die Schilfkante erwischen. So die linke Seite. Dort die rechte Seite ist, nee, ist nicht so der Bringer. Also jedenfalls habe ich dort wirklich wenig gefangen oder bis eigentlich gar keine. Ja, linke Seite von dem Schilfgürtel, da stehen die Barben oder beziehungsweise da ziehen momentan die Barben vorbei. Ja, Ausrüstung gucken wir uns später an. Oder ich kann es euch einfach mal sagen, ist ja eigentlich immer gleich. Ziemlich krasse Ausrüstung habe ich schon drauf. Fluorcarbon, Vorfach 17 Kilo, also ein großer Karpfen kann ja auch beißen. Und Haken habe ich jetzt einen weit gebogenen, Größe 7, mit Käsewürfel drauf. Da ist es aber jetzt Geschmackssache, ob man jetzt einen noch kleineren Haken nimmt, einen größeren Haken nimmt. Sag mal. Es muss jeder zum Schluss 3,4 Kilo, das läuft. Es muss jeder ja selbst sehen. Wer fängt, hat recht, sagt man immer. Und ich sag mal, was bei mir gut läuft, muss bei euch ja nicht gut laufen. Und umgedreht. Das heißt, so ein bisschen weit gebogenen Haken, Käsewürfel. Russian Fishing 4 macht ja immer Tipps zum Start und da steht ja auch des Öfteren, dass man die ja, die Haken nach dem Köder anpassen sollte. Also jetzt kein 12er Haken und Tauwurm, das ist eigentlich nicht der Sinn. Und so ein 7er Haken mit einem Käsewürfel, das ist für mich persönlich perfekt. Damit fangen wir. So, da haben wir schon nächsten Biss, aber es könnte bloß eine Rotfeder sein, das ist ein bisschen sehr mickrig. Ja, Trophäen, Barben, alles drin hier. So, genau, Rotauge. Die haben wir immer wieder mit dran. Rotaugen, Giebel. Wenn man Pech hat, dann noch einen Amorkarpfen, weil die stehen auch total auf Käsewürfel. Aber momentan haben wir Glück, dass die hier nicht vorbeiziehen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt auf der rechten Seite, da würde ich sagen, da fangen wir jetzt mehr Amorkarpfen.
Aber ich will die gar nicht eigentlich dran haben. Kämpfen und bring halt für den großen Kampf wenig Silber ein. Nee, wenn das schon wieder eine Bar ist, das ist ja wirklich hier unfassbar. Also das ist ja mal perfekt heute. Weil so viel Barben habe ich jetzt noch gar nicht gefangen. Wenn man mal so während den Abendstunden mal zwei fängt, dann ist das eigentlich schon gut. Aber wie wir, ich habe schon vier rausgeholt in ein paar Minütchen. Genau, die nächste 2 Kilo. Und zum Schluss des Videos, da gehen wir auch mal ganz kurz noch die Barben verkaufen. Da seht ihr auch gleich mal, was die wert sind. Also, das lohnt sich ja wirklich. Und ich sag mal, das macht auch Spaß. Man muss nicht hier ewig kämpfen. Ja, die ziehen ordentlich. So ist es nicht. Und Silber bringen sie, so macht's Angeln Spaß. Ja, gucken wir mal im Setzkescher. 2, 4, 5 haben wir jetzt gefangen. Einen hatte ich vorher schon, bevor ich das Video gestartet habe. Hier haben wir gestartet. 4 Barben in 5 Minuten. Ist ja fast schon verrückt. Ja, ihr seht, nicht mal Barbenfutter habe ich im Futterkorb. Also auch für Angler unter euch, die das noch gar nicht herstellen können, kein Problem. Ganz normal Käsewürfel ohne Futter. Das passt. Wichtig ist, würde ich sagen, Fluorcarbon im Vorfach. Also das sollte eigentlich schon dran. Es kann sein, dass die Barben jetzt ein bisschen zaghafter bzw. ja, argwöhnisch sind, dass die jetzt auf ganz normale Sehne da ein bisschen verhaltener reagieren, also nicht so dolle drauf beißen. Deshalb immer, wenn es geht, wenn ihr es könnt, Fluorcarbon. Macht ein Vorfach dran. Ja. Jetzt haben wir erstmal eine Pause. Gut. Also, so könnte es ja auch nicht weitergehen. Das war ja schon fast zu viel des Guten. Ja, nochmal kurz gezeigt. Also hier gleich an dieser Weide, hier haben wir unseren Karpfenspot, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe, kann auch nochmal eben verlinken. Und denkt dran, das sind immer aktuelle Spots. In ein paar Wochen sieht das hier ganz anders aus. Die Fische sind hier dynamisch unterwegs, die spawnen nicht, die ja, ziehen hier ihre Kreise, ihre Bahn. Und die Bahnen ändern sich nach Wetterbedingungen, nach Uhrzeiten. Ja, es gibt hier so viele Faktoren. Ja, kann man auch drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist. Aber ich denke mal, wenn es solche, ja, YouTuber gibt wie ich, die dann doch mal so einen aktuellen Spot vorstellen, dann ist es doch immer wieder schön für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben und einfach mal angeln gehen möchten. Ich hatte es ja schon mal gesagt. Manche finden das total kacke, dass man solche guten Spots vorstellt, dass dann halt jeder dahin rennt und das eventuell vom, ja, von Russian Fishing unterbunden wird, aber ich denke mal, das ist nicht so. Ich mag mich irren, aber ich stelle es euch vor. Wenn es euch gefällt, macht einen Daumen nach oben, dann sehe ich, aha, es läuft, ich mache weiter. Ja, es kam auch schon mal die Frage auf, lohnt sich Premium? Ja, was kann man jetzt mit Premium machen? Zum einen kann man Items, alle Sachen, die man eigentlich im Inventar hat, außer Silber, kann man verschicken. Man kann Turniere mit Passwort erstellen. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen bei den Erfahrungspunkten. Man bekommt doppelte Erfahrungspunkte. Und in der ersten Stunde, nachdem man sich einloggt, gibt es noch eine Happy Hour, wo man dann
auf diesen doppelten Punkten nochmal doppelte Punkte bekommt. Das heißt, wir haben dann sozusagen in dieser 1 Stunde vierfache Punkte. Und damit levelt sich das wirklich sehr, sehr schnell. Ihr seht's, Level 23 ist zur Hälfte voll. Vor 3 Tagen hatte ich einen Stream. Da hatte ich gerade so die 23 geknackt, habe jetzt, ja, ich will jetzt nicht lügen, grob geschätzt noch inklusive Stream 5 Stunden, 4 Stunden, sagen wir mal 5 Stunden jetzt geangelt und guckt euch gern, halbes Level geschafft. Level 24 ist dann der nächste Meilenstein, dann geht's an die Sura. Da bin ich wirklich schon mal gespannt. Routen dafür sind eigentlich gar nicht so schlecht, die ich habe. Das sollte passen. So, kommt ihr Barben. Jetzt wird's aber wieder Zeit. Tja, was machen wir da jetzt? Warten wir einfach auf den nächsten Biss? Oder machen wir wieder ein kurzes Video? Weil ich hatte ja gemerkt, die kurzen Videos, die kamen jetzt wirklich gut bei euch an. Da hat man auch direkt nur die Informationen, die man sucht. Nicht irgendwie stundenlanges aufs Wasser gucken. Ist natürlich auch interessant für den einen oder anderen, dass man sieht, wie es überhaupt läuft. Ja, heute lief es natürlich Bombe hier, also das kann man jetzt nicht vergleichen. Das ist nicht der Durchschnitt, dass man hier 4 Barben in 5 Minuten fängt. Das ist wirklich schon Ausnahme oder extremes Glück. Gut, kommt, wir gehen mal zum, wir rennen zum Fischverkäufer. Vielleicht haben wir ja in der Zeit noch einen Biss. Da sind wir angekommen und gucken wir mal. Aber ja, auf jeden Fall hier die 2 Kilo Barbe, 10 Silber, 16 Silber, 15 Silber, 14 Silber, 17 Silber. Wenn wir die jetzt verkaufen, hätten wir 75 Silber. Ich habe vor 21 Minuten hier die erste Barbe rausgezogen. Es läuft. Also Karpfenparadies, auf keinen Fall ist das tot. Man muss wirklich die aktuellen Spots mitnehmen. Ich sag mal, wer mal einen großen Kampf haben will, ja, das ist leider nichts so für mich. Vielleicht mal um, ja, um seinen persönlichen Rekord zu toppen. Aber ansonsten, man kämpft ja wirklich ewig mit diesen Karpfen. Verschleißt noch seine Rolle, seine ganze Ausrüstung und dann holt man sie raus und bekommt 20, 30 Silber. Hat aber hier, tja, 15 Minuten, 20 Minuten gekämpft. Ja, kaum gesagt. Da haben wir einen Kampf. Auch wenn es nur ein kleiner wird. Könnte jetzt so ein Armor sein, weil wie gesagt, Käsewürfel, Armor. Das ist ein Leckerbissen für die. Ja, los, den holen wir jetzt noch raus. Na, Boschi, schlitzt mir bloß nicht aus. So, ich muss jetzt doch mal ein bisschen mit dem Drill nach unten gehen. Wenn der mal richtig schlägt, haut das bis ins Rohr rein. Ja, ist mir letztens auch so ein Missgeschick passiert. Also, dass euch das nicht auch passiert. Ich hatte ja so einen großen Biss dran. Der zog schon und irgendwie bin ich dann an meine Maus gekommen. Hab mir der Rute voll nach einer Seite ausgeschlagen. Natürlich gab es so viel Spannung, dass man dann das Vorfach gerissen war. Also aufpassen, nicht, dass ihr mal mit der Rute hier rumfuchtelt, wenn so ein großer Biss kommt.
Also ist jetzt aktuell meine stärkste Rute, die ich habe. Mit einer Tragkraft von über 30 Kilo. Eine Goldrolle drauf. 17 Kilo Fluorcarbon-Vorfach. Und ihr seht, ich habe hier wirklich zu tun. Ja, Schnurhammer. Schnur, beziehungsweise, ja, Schnur haben wir hier wirklich reichlich drauf. Das waren. Nein, ausgeschlitzt. Ach, ich hab's gewusst. Ja. Warum? Der Haken. Es ist kein guter Haken. Ich habe den extra noch drauf gemacht wegen den Barben. Ah, so na wahr. Das sowas ärgert mich jetzt. Dieser Haken würde ich am liebsten wegschmeißen. Wer sie haben will, meldet sich einfach. Ich gebe sie gerne ab. Ich will sie raus haben aus meinem Inventar. Ich kaufe mir einfach ein paar bessere. Sowas darf einfach nicht passieren. Na gut. Nein, jetzt haben wir uns verhakt. Gut, kann ich euch das auch nochmal zeigen. Wie tun wir enthaken? Erstmal machen wir hier ein bisschen Bremskraft runter. Dann drücken wir die Enter-Taste, Bügel auf. Dann schlagen wir halt rechte Maustaste so lang, bis der Maus hakt. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht versuchen, irgendwie mit Spannung zu arbeiten. Einfach so lang schlagen, bis der aushakt. Gut, dann ja, möchte ich euch hier nicht länger auf die Folter spannen. Es ist dunkel, ihr seht sicherlich kaum noch was. Es beißt auch nicht mehr so dolle Barbenzeit. Ist noch ein bisschen hin, zeitigen Morgenstunden. Sollte es weitergehen. Ja, dann machen wir Schluss. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Ihr habt wieder, ja, was Nützliches mitgenommen. Und dann sehen wir uns, ja, in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut.